Genug gequatscht jetzt. Ich finde, wir starten direkt rein. Wir eröffnen den Wettkampf um das Ding des Jahres mit Kandidat Nummer 1. Bei dieser Erfindung geht es um Mixgetränke. Genauer gesagt, um Partycocktails. Mein Name ist Sascha Kurz, ich bin 40 Jahre alt und komme aus Duisburg. Seines Zeichens Elektrotüftler. Mit eigenem Versuchslabor in der heimischen Garage und einer echten Passion. Seit vielen Jahren große Leidenschaft. Schon als Kind habe ich Elektronikgeräte zerlegt, Fernseher aufgeschraubt, wollte wissen, was da so alles drin ist, wie es funktioniert. Meine Familie ist unter anderem genervt durch mein Hobby, durch meine Bastelei. Zum anderen natürlich auch stolz, dass ich halt bestimmte Sachen bauen kann, die andere nicht so bauen können. Wie zum Beispiel Flugdrachen für die Tochter. So ganz ohne Elektronik. Und auch der Gameboy der Kinder bleibt nicht verschont. Damals habe ich eine Gameboy-SPS erfunden, eine speicherprogrammierbare Steuerung. Der Gameboy kann dadurch zum Beispiel eine Alarmanlage sein für die Gartenlaube oder eine Aquariensteuerung oder was man möchte. Neben dem Basteln mit Elektronik sind Cocktails Saschas zweite Leidenschaft. Mit Cocktails verbinde ich Party, Freizeit, Spaß, Freunde, einfach lustige Abende. Sein Ziel? Eine mobile Cocktailmaschine. Seit Jahren tüftelt er nach Feierabend daran. Täglich nach der Arbeit, wenn die Kinder im Bett sind, wenn die Frau schläft, dann kann man so ein bisschen die Zeit nutzen und so ein bisschen weiter tüfteln. So ist es entstanden. Die Cocktailmaschine. Per App steuerbar, mixt sie selbstständig Drinks. Ja, ich glaube schon, dass ich einer der coolsten Cocktailmaschinen der Welt entwickelt habe. Für eine der coolsten Cocktailmaschinen der Welt und den Erfinder Sascha Kurz. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ich bin Sascha und ich habe Spirits mitgebracht. Spirits ist eine über App bedienbare, akkubetriebene Cocktailmaschine. Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine Cocktailparty organisieren und wissen nicht, welche Cocktails möchte ich anbieten? Welche Zutaten brauche ich dazu? Wie viele Zutaten brauche ich? Und wann spiele ich welche Musik? Es gibt zwei Apps, die Sie vor, während und nach einer Party unterstützen. Zum einen die Gäste-App. Über die Gäste-App können Bestellungen der angebotenen Cocktails ausgelöst und bestellt werden. Man kann Maschinen wie eine Nebelmaschine oder auch externe Lampen anschließen. Die Barkeeper-App, die zweite App, die dazu gehört, die ist dafür da, um die Maschine zum einen einzurichten, also sprich, welche Cocktails möchte ich anbieten, kann die Cocktails aussuchen, beziehungsweise kann durch meine Zutaten, die ich in meiner Bar habe, anhaken und sagen, das sind jetzt die Zutaten, die ich habe. Die Maschine errechnet daraus, okay, mit den Zutaten sind die Cocktails möglich. Im Moment fassen da 8 Zutatenflaschen rein, aber unter anderem ist es halt möglich, auch eine Einkaufsliste zu generieren. Das heißt, die App berechnet aufgrund der Eingabe bei Anzahl der Gäste ungefähre Cocktailanzahl pro Gast, 3 bis 5, keine Ahnung. Dementsprechend rechnet die hoch, was muss ich einkaufen an Zutaten, damit der Abend auch nicht irgendwann leer ausgeht, beziehungsweise die Zutat leer wird. Ich glaube, wir sollten mal einen Cocktail anmachen, also ja, stellen. Ja, bitte. Können wir eine Bestellung aufgeben? Hast du auch gesagt? Habt ihr schon Wünsche? Können wir eine Bestellung aufgeben? Sascha, nimmst du dir schon Wünsche entgegen auch von, ja? Von natürlich. Der Jury? Ich hab was jetzt hast du denn im Angebot? Bedingt durch die 8 Zutaten, die ich heute ausgewählt habe, sind zurzeit 11 mögliche Cocktails. Also ein Sex on the Beach für Joko. Ja, der ist leider heute nicht dabei. Ja, aber wir haben zum Beispiel Pina Colada, ein Swimmingpool. Ist da alles, das ist da oben die App, ja. Genau. Ich träume nochmal von oben an. Alkoholfreie. Hast du die App selber entwickelt? Die App ist selbst entwickelt, ja. What? Die ganze Maschine ist komplett aus dem... Die Maschine existiert, also zumindest der Prototyp, wie er auch hier ist jetzt, in der 3. Version mittlerweile, existiert seit 2014. Darf man einfach mal zu euch? Komm mal her, dann testen wir das Ganze. Was wollt ihr denn? Hi, Sascha. Hi, freut mich, Sascha. Hi, Sascha. Also folgendes. Und die ganze Technik ist da in der Mitte drin, oder wie? Ja, genau. Ich kann es mal aufmachen. Das heißt, da ist die Elektronik drin. Oh, ist allein. Das sieht schon aus. Ja, ist halt ein Prototyp, dementsprechend noch nicht... Ah, es ist ein Prototyp. Ja. Das heißt, es ist quasi auch noch nicht designt, fertig. Und nein, der Prototyp ist so entstanden, dass er halt meinen Vorstellungen von allen Funktionen, die das Ding haben sollte, hat. Unter anderem ein Eisfach hier vorne. Das heißt, ich kann, Eis nachher auch mitnehmen. Lena, was willst du denn? Pina Colada? Ich hätte gerne einen Swimmingpool. Ein Swimmingpool. Okay. Na klar.
Lena ist jetzt gespeichert, dass man auch weiß, als Barkeeper später, das heißt, man kann den Namen hinterlegen, also als Gast, damit man auch hinterher weiß, als Barkeeper, wer hat überhaupt bestellt. Ja? Wenn man mehrere Gäste hat, ist es immer schwierig. Da weiß man aber auch, wer am Ende die Rechnung zahlen sollte. Oder? Nee, vor allem, dann weiß man am nächsten Tag, was man getrunken hat, das ist auch ganz gut. Wir nehmen mal jetzt mal, kannst du mir noch mal sagen, was ich gestern alles hatte? Genau, das ist auch da drin. 67 Swimmingpool. Wird das auch abgespeichert, wer was hat? Ja, das sieht man nachher auch. Man sieht die Statistik nachher, wer hat was getrunken, wie viel. Ich habe einen Button jetzt bestellen, den nehmen wir gleich. Ja. Eine Beschreibung taucht hier auf. Dann kann man eine Glasgröße, sag ich mal, die der Barkeeper auch bereithält. Ja, Joko ist dabei, lass mal 0,3 lieber. Ein Liter habe ich auch dabei. Ein Liter, dann ein Liter. Den Liter. Kann man auch entscheiden, wie stark der ist? Ja, das ist vorgesehen, dass man auch einen Cocktail-Battle macht. Die Gäste können selber Rezepte mixen als Beispiel und können dann sagen, mach mal. Und wenn er gut schmeckt, kann man sagen, speichern. Die Idee ist dann auch, eine Online-Plattform zu schaffen, wo man sagt, die guten Rezepte, die es noch nicht gibt, vielleicht weil die entstanden sind aufgrund der Gäste, dass die dann auch online abgeglichen werden, wenn es mehrere Maschinen geben wird, würde, dass dann die Maschinen sich abgleichen und sagen, die Rezepte sind gut, bewertet worden. Aber das sind Sachen, die sind noch so als Idee noch nicht umgesetzt. Ja, Sascha, wir sitzen hier, Sascha, wir stehen hier auf dem Trockenen. Okay, ja. Genau, jetzt ist immer soweit. Also, was haben wir jetzt? Swimmingpool. Los geht's. Bestell den Swimmingpool. Jetzt ist in der Bestellung eingereiht. Ich sehe müssen wir nicht ein Glas runterstellen? Ja, kommt gleich. Also. Kann man die Flaschen eigentlich auch kühlen? Hier einen Orangensaft oder so? Also, sagen wir so, aus Erfahrung, selbst im Sommer mit dem Eis, die können ruhig warm sein, auch in der Sonne stehen die Maschine, irgendwo so ein Schirm drüber. Das reicht aus, wenn man nachher das Eis reintut, dazu gibt und dann shakes, dann wird er so kalt, also alles gut. So, und wie lange dauert das, bis so ein Cocktail? Ein Cocktail dauert ungefähr 20 Sekunden. Bei den Pumpen jetzt, die da drin sind, man kann auch überlegen, ob es mit Schwerkraft macht. Dann mal los. Wir haben Durst. Los, Sascha. Also ich ziehe die Maschine an. Ich nehme jetzt erstmal ein Glas. Normalerweise nimmt man einen Shaker. Vorsicht. Nicht im laufenden Betrieb am besten, sonst ist der leicht. So. Ich sehe nichts. Schlussendlich macht er jetzt den Swimmingpool gerade fertig. Das genau heißt, nach Rezept. Er zieht sich jetzt aus den Flaschen die jeweilige Menge? Genau, die Cocktailrezepte sind so hinterlegt, dass die quasi aufgrund der Glasgröße berechnet wird. Und dementsprechend, wenn 0,2er Glas, 0,3er Glas ist, werden halt genau passend die Milliliterzahlen gezogen, die dann halt für den Cocktail notwendig sind. Die Elektronik macht halt die Lichtsteuerung. Ich kann auch Musik anmachen. Aber das mit der Musik habe ich auch nicht gecheckt. Das heißt, du hast zu jedem Drink hast du noch einen Song. Gibt es einen Swimmingpool-Song? Sag mal so, der Barkeeper, ich kann erst mal kurz den Cocktail fertig machen. Dann also einer ist den ganzen Abend über den ganzen der Abend Barkeeper mit der App, oder? Ja, oder können mehrere sein, die die Maschine halt kennen, weil sie halt... Die müssen mal schauen, dass alles läuft und die kümmern sich um die Musik, oder? Genau. Ich muss kurz einmal umfüllen, weil das halt kein Shakerglas ist. Leider jetzt gerade ein bisschen, weil ich es gerade zeigen wollte, dass das Glas... Genau, wir nehmen das. Wir shaken ein Cocktail. Nehmen ein frisches Glas. Wer möchte denn gleich probieren? Ich habe noch nie Swimmingpool getrunken. Aber ich gar nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Bitte schön. Danke. Ich würde mal einen Song dazu nehmen. Lass mir was über, ja. Wie funktioniert das mit? Das ist ja voll gut. Ja, lecker. Total süß, aber total lecker. Das ist halt ein süßer Cocktail, ja. Ja, ist wirklich gut. Ja, ich richtig auch. Gut. Du musst auch einen probieren. Komm, scheiß auf. Moment, wie hat das Helene Fischer gemacht? So, vielen Dank erstmal, Sascha, kurz. Danke, dass ihr es ausprobiert habt. Ich weiß, es ist schwer, euch jetzt davon loszureißen. Das machen wir dann schon noch. Also mal eine Frage, wie teuer soll das bitte sein? Also sagen wir so, das Ding hat mich knapp 400 Euro gekostet in der Entwicklung, komplett wie es jetzt da steht. Ist natürlich alles sehr teuer, weil alles Einzelteile gekauft werden mussten und so weiter. Wenn man es hochspinnen würde, dass man vielleicht mehrere produzieren würde, könnte man auch günstiger einkaufen und würde wahrscheinlich 150 Euro Produktionskosten haben. Okay. Also ungefähr so Biermaschine, Bierzapfanlage. Vielen Dank. Ja. Euch fürs Testen. Vielen Dank, Sascha Kotz, für den Cocktailmixer Spirits. Ja. Oder wie ich ihn nenne, den Thermomix für den Mann im Grunde. Vielen Dank. Du hast kurz Pause, darfst dich auf die Bank setzen.